Bei Harland & Wolff im nordirischen Belfast wurden die größten und beeindruckendsten Schiffe ihrer Zeit gebaut. Die Titanic war das berühmteste. 100 Jahre später steht nun auch die 1863 gegründete Traditionswerft vor ihrem Untergang. Das Unternehmen muss Insolvenz beantragen, die norwegische Muttergesellschaft hat keinen Käufer finden können. Zwar wären Aufträge für die inzwischen auf Energie- und Meerestechnikprojekte spezialisierte Werft in Reichweite, man sei aber finanziell nicht mehr in der Lage, sich darum zu bewerben. 130 Menschen arbeiten noch auf der Werft, zu ihren besten Zeiten waren es 30.000.